Wir sind richtig gut gestartet in das Jahr 2019, überraschend gut. Und jetzt haben wir ein Problem. Das sage nicht ich, das sagt mein Gesprächsgast Philipp Arnold, der Leiter des Zertifikatehandels der österreichischen Raiffeisen Zentralbank. Wieso haben wir jetzt ein Problem? Die Börse läuft doch. Ja, Problem ist ein bisschen heftig formuliert, aber natürlich haben viele Anleger, die richtigerweise erwartet haben, dass 2019 ein sehr positives Jahr wird, dass Aktienmärkte wieder steigen, jetzt sehr viel Fantasie, die schon vorweggenommen worden ist, weil die Kurse in dem ersten Quartal sensationell gestiegen sind. Wir haben fast alle großen Aktienindizes, die im zweistelligen Prozentbereich im Plus sind, und daher müsste man sich jetzt überlegen, wie kann ich in den nächsten 1,5-2 Jahren investieren, wenn Kurse nicht mehr so in den Himmel wachsen. Und da hat die Raiffeisen Zentralbank auch eine Lösung dafür. Wir sind ein großer Zertifikateanbieter, das größte Zertifikatehaus in Österreich und auch in Deutschland sehr aktiv. Und wir setzen jetzt schon seit längerer Zeit auf das Thema Bonuszertifikate, auf Produkte, die auch in Seitwärtsmärkten eine Rendite bieten und eine ordentliche Absicherung nach unten. Und das ist genau in diesen Phasen dann die Lösung für das Problem, wenn ich als Anleger glaube, es geht in dem Tempo nicht mehr so weit nach oben. Und merken Sie auch schon, dass die Anleger den Schwenk mitmachen, dass sie sagen, ich gehe jetzt so ein bisschen in Richtung Seitwärtsbewegung und richte mein Depot und meine entsprechenden Produkte danach aus? Ja, wir merken das schon etwas länger. Also wir haben das auch letztes Jahr im recht schwachen Börsenjahr gemerkt, dass Anleger wieder etwas mehr Sicherheit suchen, also Bonuszertifikate mit hohen Absicherungen, in Österreich auch Kapitalschutzzertifikate, die sehr beliebt waren. Und was dann sehr interessant ist in der Statistik, wenn man sich den österreichischen Zertifikatemarkt ansieht, im schwachen Börsenjahr 2018 konnte der österreichische Zertifikatemarkt deutlich zulegen, fast um 6% wachsen. Und das in einem schwachen Aktienumfeld bedeutet, dass viele Anleger auf sicherheitsorientierte Produkte gesetzt haben, die dann eben auch, wenn die Kurse nach unten gehen, nicht so stark nachgeben. Lassen Sie uns kurz über die Aktienkultur sprechen in den verschiedenen Ländern. Ich hatte hier auf der Invest Gespräche mit Amerikanern, die gesagt haben, amerikanische Familien, jede zweite Familie hat Aktien. In Deutschland ist die Aktienkultur relativ vorsichtig, unterdurchschnittlich gut. Die Menschen, die hier die Invest besuchen, die sind natürlich diejenigen, die sich entsprechend informieren. Wie sieht es in Österreich aus? Vorsichtig formuliert, die Österreicher sind noch vorsichtiger. Also es ist so, dass die Aktienkultur in Österreich auch nicht besonders stark ausgeprägt ist. Das heißt, unsere Aufgabe als Raiffeisen Zentralbank ist es ja nicht nur jetzt unsere eigenen Produkte am Markt zu positionieren, sondern solche Messen, Veranstaltungen, Roadshows, Vorträge. Wir investieren extrem viel in diesen Financial Education Bereich, um einfach Sensibilität zu schaffen, dass man als Privatanleger sich überlegen sollte, wie kann ich mein Geldvermögen vermehren, und da muss ich nicht immer volles Risiko gehen, sondern da gibt es eben Möglichkeiten, mit denen ich eben auch mit vermindertem Risiko eine solide Renditechance habe. Aber eines ist natürlich klar, in dem Umfeld, in dem wir uns seit Jahren bewegen, nicht in Wertpapiere zu gehen, und das haben viele Österreicher und nicht gemacht, und in Deutschland ist die Situation ja ähnlich, ist natürlich ein Wahnsinn, weil viel Rendite einfach liegen gelassen worden ist und das Zinsumfeld wird auf absehbare Zeit sich da nicht besonders ändern. Also wenn man das zusammenfasst, ein bisschen Mut zum Risiko, ein langer Atem, längerfristiger Anlagehorizont und Diversifikation, nicht alles auf einen Titel setzen, vielleicht breite Basiswerte mit reinnehmen, das macht absolut Sinn und wird auf lange Sicht den Anlageerfolg bringen. Der deutsche Anleger schaut ganz gern auf den deutschen Markt, zieht vielleicht auch den Fokus ein bisschen weiter, schaut in Richtung USA oder in Richtung Asien. Wo schauen Sie drauf? Ja, die österreichischen Anleger schauen natürlich auch gerne auf den Heimatmarkt. Es gibt so klassische Aktien in Österreich, die bei unseren Zertifikaten sehr beliebte Basiswerte sind. Das sind die großen österreichischen Titel. Eine FÖST zum Beispiel ist hier immer einer der meistgehandelsten Basiswerte der letzten Jahre gewesen. Aber man darf eines nicht vergessen, der österreichische Aktienmarkt ist von der Größe recht begrenzt. Das heißt, wir müssen schon auch über die Grenzen schauen. Das ist natürlich einerseits Deutschland. Unsere Handelsbeziehungen sind eng verflochten mit Deutschland. Ganz klar, dass deutsche Basiswerte auch hier bei uns im Fokus stehen, und eine Spezialität unseres Hauses und natürlich auch verbunden mit Raiffeisen, die ja in Osteuropa sehr stark sind, sind die osteuropäischen Märkte. Also auch da haben wir immer ein Auge drauf und beschäftigen uns intensiv mit diesen Märkten, und wir finden Anleger auch in unserer Produktpalette wieder. Ja. Und wie schätzen Sie dann die osteuropäischen Märkte ein, wenn wir jetzt den Blick nach Osten wenden?
Ja, wir haben bei den osteuropäischen Märkten, muss man ein bisschen differenzieren, aber wenn wir uns jetzt so klassischerweise ansehen, Polen, Ungarn, Tschechien, die haben ein sehr robustes Wirtschaftswachstum letztes Jahr gehabt, werden auch in diesem Jahr deutlich über dem Wirtschaftswachstum in der Europäischen Union liegen, also klassisches EU-Durchschnittswirtschaftswachstum, werden sie outperformen und daher sind wir auf diese Märkte, werfen wir ein genaueres Auge und da gibt es auch viele interessante Produkte, mit denen man sich schön breit positionieren kann. Da macht es für Anleger, glaube ich, Sinn, regionsmäßig zu investieren. Also da gibt es von der Wiener Börse sehr schöne Benchmark-Indizes, einen CC-Index beispielsweise, der in unserem Programm schon seit Jahren ein Evergreen ist. Also dann meine Eingangsfrage mit dem Problem, wir formulieren das etwas vorsichtiger. Es gibt eine neue Situation, es gibt die Lösung auf diese Frage und die Raiffeisen Zentralbank hat dieses Problem, diese Lösung identifiziert, bietet entsprechenden Produkte an. Dankeschön, Philipp Arnold, für dieses Interview. Dankeschön, danke, viel Spaß noch.